Stopp mal, ich sehe gerade, das Auto ist beladen. Warum ist das Auto denn noch beladen? Rucksack. Am Arsch. Wir haben auch sehr viel müde Charaktere, aber zum Glück ist jemand krank oder verletzt. Das ist zumindest das Wichtigste. Wir brauchen aber noch ein paar Leute hier. An den SWAT-Zombie hätte mich nicht gedacht. Wir brauchen noch ein paar Leute hier in unserer schönen Gruppe. Wir sind immer 18 Mann, also im reicht man nicht. Ich will mindestens hier so 23 haben. Mein aktueller Rekord liegt bei 41 Leuten. Hat aber auch schon ein Stück gedauert, also das ist ein Breakdown-Fortschritt. Der ist einfach am besten, da kann man irgendwie am meisten looten und so weiter, hat man irgendwie am meisten einfach Zeit für alles. So, das nehmen wir uns gleich mal hier austauschen. Muss nicht ein Rucksack liegen, da liegt ein Rucksack. Den nehme ich gleich mal mit, bevor ich es vergesse. Und da ist Munition drin. Es ist ja wunderbar. Ein Militärvorrat. Ist auf jeden Fall ein großer Vorrat, muss ich sagen. Ein Rucksack reicht auf jeden Fall für eine ganze Mannschaft, die drin ist. Okay, von denen zwei wieder. So, das Modafinil braucht man nicht. Wir sind nicht müde. Ein Laden brauchen wir es auch nicht, weil deswegen rechne ich mal zurück zum Auto dann. Davon sind ja... ist noch ein Streifenwagen und Zombies. So, und jetzt geht es dann los. Jetzt geht es los. Hier mit der wunderschönen dritten Stadt, die, wie ich sind, einfach so Militäraußenposten. Wie sie wirklich heißt, weiß ich jetzt gar nicht. Das habe ich nie drauf geachtet. Zieh mal an. Ist aber weniger wichtig. Er hat hier noch eine Mission. Er wird mich ja verarschen. Zack, und in der Kirche wartet er. Ist wohl ein sehr gläubiger Mann. Alter, aber davor sollte ich vielleicht das reinräumen. Hallöchen. Shit. Is he still alive? Yeah, not for long by the look of it. Gotta get out of here. I can't stay. Easy, soldier. What happened to you? I'm too sick. Left me behind. Left all the sick ones behind. Guess that's why they always say, don't drink the water. We got a term for this in the army. That term is FUBAR. You better get going. Yeah. Okay, sure. Ich würde mal sagen, noch ein Mensch aus der Welt der letzten Überlebenden verloren. Der Typ tut mir leid. Wieso kann ich das hier mitnehmen? Wieso kann ich das mitnehmen? Ich kann es aber anwenden, ja, so sieht's auch aus. Und komm, rennt einfach einmal ums Haus. Ach, der Sergeant. I've been thinking about what our dying friends said about the water. Right before they locked me out, the science geeks were talking about something they found up at the reservoir. Now I'm thinking we ought to go check it out. I'm on. Okay. Zum Reservoir. Ja, das sieht nach ganz interessanten Sachen aus. Wo ist das denn? Ach, da hinten. Ja, was das ist, wollte ich immer schon mal untersuchen. Hab's aber irgendwie noch nie geschafft. Im Breakdown habe ich es... Breakdown mache ich nicht alles. Habe ich es kurz mal untersucht, aber ich... war nur kurz da. Ich weiß nicht mehr, wie es großartig aussieht. Gut, was ist denn vorbereitet? Man sieht das schon hier, steigt der Balken. Von Ausdauer und Leben. Well, the ones that weren't sick or hurt at least. You saw what they did with them. The
This whole operation's been a chucklefuck from day one, and your people seem to be the only ones with your heads on the outside of your collective asses. Just sorry your reward for that looks like death by super cholera. Und wir sind da. You know, when we first set up camp here, the captain designated this as our R&R spot. Short of sitting on our bunks jerking off, all we were allowed to do with our free time was come up here, swim a few laps, and try to pretend MREs were suitable barbecue fodder. Oh. In retrospect, I'm not sure which I regret more. I recognize some of this. It's the same shit the Geek Squad was carting around when they were trying to find out what caused this. What's it do? Fucked if I know. I'm just a professional bullet shot. They don't waste big words on me. They must have bailed in a pretty big goddamn hurry to leave all this behind. Let's see if we can get a better look. We've got this place locked down. Begleite den Sergeant. Naja, das machen wir gern. Ich schaue mich aber erstmal wie immer so ein bisschen um. Der steht ja sowieso da vorne, da brauchen wir ihn kurzzeitig gerade nicht begleiten. Nein! Oh, shit. Ja. Succinctly put. Now, it's been a while since I read my field survival manual, but I'm pretty sure dead guys rotting in your water supply is what's known as a bad thing. We're gonna have to leave the valley, aren't we? We can't keep drinking this. There's only one way out if you don't have air support. The pass back by the fairgrounds. It links up with the main highway after about 10 miles. Trouble is, the army blocked it off when they left. Probably trying to stop whatever this is from spreading. Then how do we get out? I'm not sure yet. I got a couple of leads I can check out. Meantime, your people ought to start stockpiling supplies. I don't know what things will be like on the outside, but I doubt it's good. Ja, das kennen wir in Apokalypsen, ist natürlich immer so, dass es außerhalb einer Ortschaft immer weitergeht mit Infektionen. Und ach du Scheiße, wer kam auf die Idee, die ganzen Leichen hier reinzuwerfen? Vor allem, ist das ein Damm oder ein Staudamm oder eine Brücke? Oder vielleicht beides? Sieht aus wie ein Staudamm. So ein bisschen hafenmäßig. Ist auf jeden Fall ein Staudamm, weil da unten kein Wasser ist. Da kann man wahrscheinlich ja nicht rein. Boah, ist aber schon heftig. Da ist das ganze Wasser verseucht und anscheinend wollen wir jetzt durch den Canyon da fliehen. Und ich glaube, die Orte können auf uns zu, das sehe ich auch da unten. Das ist nicht gut. Ach, schau mal an. Da habe ich viermal das gleiche Medikament dabei. So, jetzt aber beeilen, die Horde kommt auf uns zu. Das ist. Finally caught a break. I'm loaded up. See you back at base. We'll be ready. Komm, lad auf, du Stinker. Was, du Stinker? Aber die härteste Beleidigung von allen raussuchen. So, und jetzt haben wir wieder los. Die Mission haben wir erledigt. Sehr spannend war sie ja nicht. Haben wir so einen Drift gemacht, durch die Horde durch. Das geht doch immer. Und jetzt erstmal schick nach Hause fahren mit Maximalgeschwindigkeit. Da ist noch eine Horde. Da lassen wir aber keinen Tod. Und Alter, wie viel denn noch? Alter, zu Fuß werden wir da schon lange abgeboxt. Also wir würden uns vorbeischleichen. Oder? Selbst da bräuchten wir sehr viele... sehr viel Geduld. Naja, zumindest haben wir es geschafft, bevor es dunkel ist, noch hier durchzukommen. Und dann geht das hier weiter. Ich habe mir theoretisch das andere Auto krallen können. Mache ich aber nicht, das wäre jetzt einfach Zeitverschwendung. Aber was ich noch machen will, ist da oben hier mal ein bisschen aufräumen.
Okay, die meisten sind wahrscheinlich hier schon verreckt, wie es aussieht. Auf die Horde müssen wir aufpassen. Ich glaube, rechtzeitig wegkommen würden wir, aber ich will auf jeden Fall hier nochmal durchsuchen. Einfach damit wir auch zumindest was hier erreicht haben mit der ganzen Aufnahmesession wieder. Munition haben wir auf jeden Fall jetzt einiges gefunden. Da ist wieder ein Dicker. Hallo Dickerchen, was geht? Brauchst du nichts aufplustern, das geht schon klar. Ich hoffe mal, die werden hier nicht überrannt. Der Quentin und seine andere Truppe. Hier können wir auch irgendwann mal rein, aber da haben wir immer noch genug Zeit. Wie gesagt, was ist das denn gerade? Was aufhört man hier? Hätte ich, wäre ich jetzt, Na, du gehst nur noch auch tot. Alter. Das Fahrzeug will gerade nicht so steuern, wie ich will. Ja. Wie gesagt, wir sind ja noch nicht am Ende. Wir haben ja immer noch ein bisschen. Trotzdem werde ich sehen, dass das Auto schon schwarz läuft. Schwarz läuft. Was sind das denn für Bezeichnungen? So. Hier haben wir immer noch das Eckgebäude, das können wir auch mal durchsuchen, sonst haben wir alles hier in der Straße fast. Bis auf das da vorne noch. Das Gerichtsgebäude, das steht ja auch noch, das Gesetz. Ja, so geht's auch. Where the hell am I gonna carry this? So, okay, damit zumindest hier mal wieder ein bisschen Muni angeschafft. Das geht doch klar. There you go. Don't say I never gave you nothing. My hero. Ich würde mal sagen, wir tun dann sowieso Charakter wechseln und ich beende schon mal diese Folge wieder. Diese Aufnahme ist Sascha. Ich habe nicht noch sehr viele andere Projekte, die ich jetzt wieder aufnehmen muss. Und heute wird wieder ein sehr stressiger Tag für mich. Aber das geht natürlich klar. Ist man so ein Hobby, macht Spaß und... Ja, ich freue mich auch natürlich immer, das dann hochgeladen zu sehen, außer es dann hochzuladen. Das Hochladen dauert nämlich immer so ein Stück. Ja, und hiermit verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir hier noch ein bisschen herumräumen werden. Man sieht schon die ganze Stadt hier. Plus da unten hier noch einiges, ist sehr voll, vollgepackt mit Action, mit vielen anderen Sachen. Hier sieht man noch ganz viele Möglichkeiten. Hier haben wir noch ein Feld zum Looten beispielsweise, da hinten, hier haben wir noch einen Obstgarten. Plus dieses Haus eventuell, hier noch Häuser, da was, da ist, das haben wir schon hier. Hier noch einiges, also da haben wir echt noch viel zu tun. Hier die Stadt haben wir auch noch nicht ganz, außer dem anderen Spielstand, den wir nicht mehr haben, von dem ich keinen Backup gemacht habe, was ich immer noch bereue, aber es geht. Wir sind 17, Mann, sehe ich gerade. Wen haben wir denn verloren? Hier. Ja, nicht das Wasser trinken von der Not, das haben wir geschafft. Machen wir den verloren, bitte. Die haben wir gerettet. Ablenkungsmission. Würde die denn gemacht? Da hier war das Festessen, da haben wir jetzt wieder ein bisschen mehr Leben und Energie. Das ist immer sehr sinnvoll. Ich freue mich schon besonders auf die letzte Mission. Also auf die Endmission. Die wird ganz witzig. Kann ich jetzt schon mal sagen. Ich habe mir da mal ein bisschen was angeschaut. Und ich kann nur sagen, dabei werden wir uns voll bewaffnen. Und die Lilly ist doch schon ganz aufgeregt und fühlt sich auch gar nicht bedroht, wenn wir ihr eine Taschenlampe ins Gesicht halten. Und wie gesagt, ich bin nicht bald raus und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.